Hey Skat, Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ich bilde mir natürlich nicht ein, dass ich mit dem sportlichen Großereignis Fußball-WM irgendwie mithalten kann. Entsprechend in der Konsequenz heute ein ganz kurzes, knackiges Video. Ich beanspruche also nur ganz wenig von eurer Zeit. Mir ist da aber gerade eine sehr spannende Online-Partie über den Weg gelaufen, die sich wunderbar in unsere Gegenspielreihe einfügt und die ich euch deswegen auf keinen Fall vorenthalten möchte. Wir sind im ersten Spiel einer 36er Turnierliste Online-Skat und dieses Spiel hat es gleich in sich. Mittelhand hat 18 geboten, ist Alleinspieler geworden und spielt Herz. Wie ihr sehen könnt, habe ich vier Trümpfe dagegen und zwar nicht die schlechtesten. Auf den kurzen Weg eröffne ich das Spiel mit der langen Farbe, mit der Karo Lusche aus der 10 zu dritt. Denke, gute Entscheidung. Alleinspieler nimmt auch hier das Ass von meinem Partner die Lusche. Soweit alles gut. Jetzt kommt die erste Trumpfrunde und da ist es ja gleich passiert. Mein Partner hat sogar noch das Trumpf Ass, also sehr vielversprechend die Karte für uns und ich muss mich jetzt natürlich entscheiden, welche Trumpfkarte ich zulege. Nur die Lusche, um alle Stiche zu machen, den Vollen, um die Augen zu retten oder sogar übernehmen, um den Alleinspieler in Mittelhand zu bringen. Was schlagt ihr vor? Na, ich denke, hier ist es doch noch relativ deutlich, dass man ganz gut auf alle Stiche spielen kann. Und jetzt habe ich in der Theorie auch noch drei sehr schöne Trumpfstiche im Blatt, vor allen Dingen noch mit der Trumpf 10. Jetzt geht es aber weiter. Mein Partner bringt den Karo König, bringt also die geforderte Farbe, wie man so sagt, hinterher. Alles in Ordnung. Ich tauche, denn es ist mir ziemlich klar, dass der Alleinspieler wohl nicht die Karo Dame noch im Blatt haben wird. Wenn er sie vorm Drücken hatte, dann ist sie wahrscheinlich im Keller. Und ansonsten könnte sie mein Partner auch noch haben. Dass ich ihm jetzt hier nur vier Augen anbiete, ist, finde ich, gar nicht so schlimm, denn in aller Regel wird er irgendwie jetzt noch auf dem Drilling sitzen oder im Vierling sogar, wenn er nur einen Fünftrümpfer hat, und dann hat er gar nicht so einen besonders guten Abwurf. Entsprechend, er überlegt auch einen Moment, dann fliegt die Kreuz-Dame und da mache ich mir nun wirklich noch keinen Kopf. Das kommt mir eher wie ein Verlegenheitsabwurf vor. Und ich habe mit der Karo 10 im Spielverlauf eben noch einen Vollen, den ich wunderbar vorsetzen kann, um meine anderen Vollen dann, sage ich mal, zu schützen. Also bis hierhin bin ich völlig zufrieden und einverstanden, vielversprechender Start und dann kommt dieser Stich. Mein Partner bringt hier die Karo Dame und das ist natürlich nicht besonders gut. Das kann er doch wissen, muss er doch wissen, dass jetzt die Karo 10 bei mir fällt. Sehr, sehr unwahrscheinlich, dass der Alleinspieler nun aus Ass und 10 bei einer 18er Reizung die 10 gedrückt haben sollte. Insofern, da hätte er besser ein bisschen mehr Verantwortung übernommen und eine andere Farbe geöffnet. Natürlich nicht unbedingt Kreuz. Wenn er das Muster erkennt, dann ahnt er vielleicht auch, dass die Kreuzdame aus einem Drilling gekommen ist und nicht blank stand, denn auch das ist ja selten. Und dann hätte er hier wunderbar Pik spielen können. So muss ich hier natürlich rauf. Der Alleinspieler sticht und das ist an sich erstmal gar nicht das Problem. Dieser Stich, Karo 10 und Dame mit dem Trumpf König, der steht dem Alleinspieler im Prinzip, wenn man so will, auch zu. Den bekommt er auf jeden Fall im Spielverlauf. Aber er hätte ihn jetzt noch nicht machen dürfen. Denn dadurch ist er im Stellungsspiel plötzlich in einer Gewinnsituation. Er hat jetzt nämlich aus seinem Fünftrümpfer heraus den Trumpfgleichstand erreicht, dadurch, dass er stechen durfte. Und jetzt macht das auch wirklich gut. Wie aus dem Lehrbuch. Er zieht hier seine beiden Asse ab, damit er nicht mehr einspielbar ist und dann erst kommt wieder Trumpf, genau der Karo Bube, also sehr präzise hier gespielt. Ich kann jetzt natürlich nicht die Trumpf 10 legen, dann hätte ich direkt aufgegeben, muss hier übernehmen und ja, mir war es schon nach Karo Dame klar, wenn der Alleinspieler es gut vorträgt, dann ist jetzt meine Trumpf 10 hinüber, so ist es auch. Jetzt unabhängig davon, ob noch Pik oder Kreuz bedient wird, wobei mir schon klar ist, das übliche Muster, zwei Blanke und der Drilling, hat er hier tatsächlich den Kreuzkönig noch dabei und steht jetzt wunderbar zu den beiden letzten Stichen, ist er nicht am Spiel, steht im bestellten Pik-Buben. Ich versuche es ihm hier jetzt nochmal ein bisschen schwer zu machen, nochmal eine ganz kleine Falle, aber da tappt er natürlich nicht rein, er geht rauf und ja, selbst wenn hinten der andere Bube übernimmt, dann hat er eben zwei Augen weniger. So gewinnt er jetzt das Spiel mit 69 und diese 69, 12 Augen, machen diese Trumpfgabel aus. Das heißt, wenn er die nicht bekommen hätte, wenn statt Karo Dame da der
Pik hinterherkommt, dann wird er eben 12 Augen weniger machen. Dann hätten wir das Spiel gewonnen. Vorsicht also, wenn ihr den Alleinspieler zum Stechen bringt. Manchmal ist das genau in seinem Sinne. Über die Trumpfkürze kann dann ein schönes Gabelendspiel aufgezogen werden und die Trumpfvollen werden euch noch aus der Hand geholt. Dann gibt es nur einen lachenden Gewinner und zwei gucken in die Röhre, wie wir in diesem Beispiel gesehen haben. Programmtipp noch zum Wochenende. Es läuft der dritte und vierte von insgesamt 6 Spieltagen der ersten Herren-Bundesliga im SKA. Und was soll daran nun so spannend sein? Seit dieser Saison werden die Ergebnisse live und in Echtzeit ins Internet gestreamt. Ich packe euch hier den Link nochmal rein. Das ist eine ganz spannende Geschichte, nicht nur für die Eingeweihten, sondern auch für Fans, Follower und Außenstehende mal zu verfolgen, wie da hin und her die Punkte verteilt werden, wie es auf und ab geht und wer am Ende die Nase vorn hat.